Emil Elch und sein bester Freund Troll Hugo wohnen zusammen in einem Haus im Eichwald. Eines Tages ist es mit der Ruhe vorbei, findet auch Hund Fips. Paulina mit dem großen Hut wirbelt die Gemeinschaft ganz schön durcheinander. Und ich will für uns ein Haus. Am besten jetzt und hier. Mein Haus. Ich bin Emil, der stärkste Elch in Schweden. Unser Haus, das kriegt jetzt ein Geäst. Und ich wuchte alles fast alleine. Bis aufs Dach. Und mache es dort fest. Ich koche uns jetzt einen Tee. Was ist denn das jetzt schon wieder? Emil, weil nämlich das ist so, ja, das macht man nämlich so, wenn man gerade wo frisch eingezogen ist. Aha. Ich koche jetzt den Tee mit meinem Samovar. Das wird der beste Trolltee auf der ganzen Welt, weil den mache nämlich ich mit meinem Samovar. Was ist denn das für ein tolles Haus? Das ist das allerbeste Haus auf der ganzen Welt, weil das habe nämlich ich gebaut für mich und Emil. Echt? Ja, wir wohnen jetzt hier, Hugo und ich. Ja, und ich? Ich brauche doch ein Körbchen, wenn ich zu Besuch komme. Ach so. Hugo, das ist eng hier. Hugo, ich schlafe lieber im Stehen. Im Stehen schlafen? Elche sind schon komische Tiere. Na, gute Nacht, Emil. Gute Nacht, Hugo. Hey, hier ist viel mehr. Ein Haus mit Trollgardine. Wer wohnt wohl hier? Ah, hier wohnen immer Hugo. Schon aufgestanden? Ich hab eine Idee. Vielleicht will die ja auch einen Tee. Trollmädchen-Tee. Essen? Nein, ohne mein Hut ist alles doof.
hier weg, Ben! Oh. Naja, also weißt du, weil das wäre nämlich unheimlich schön, wenn du hier bleiben würdest. Was? Aber der Hund. Ach, das ist doch nicht irgendein Hund, das ist Fips. Der kommt uns jeden Tag besuchen. Oh nein! Nein, jetzt warte mal. Ihr kennt euch doch noch gar nicht. Emi,